Ja, Frau Feigl, vielen Dank für die nette Ankündigung. Jetzt haben Sie mir fast schon das Intro vorweggenommen, aber das macht nichts, da können wir vielleicht schneller einsteigen, weil die Ergebnisse werden Sie ja, denke ich, hauptsächlich interessieren. Also in der Tat ein hochspannendes Thema, The Last Mile to the Consumer auf der Customer Journey und vor allen Dingen auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich denke, Sie alle wissen ja, dass eben die Verlagswelt einem doch tiefgreifenden Strukturwandel unterliegt. Früher waren die Anzeigenerlöse vielfach die dominante Erlösquelle in vielen Verlagen, auch bei vielen Objekten. Das hat sich zwischenzeitlich gedreht. Mittlerweile ist es so, dass bei den großen Publikumszeitschriftenhäusern mittlerweile die Vertriebserlöse den Hauptanteil ausmachen. Bei Boda ist es so, dass wir mittlerweile 60-65% der Gesamterlöse aus dem Vertrieb generieren. Also da ist sehr viel passiert. Und Frau Feigl hat es bereits angesprochen. Da purzeln jetzt so ein paar Logos rein. Traditionellerweise haben die Verlage in den letzten Jahrzehnten natürlich den Leser hoch und runter erforscht. Das ist natürlich auch wichtig, klar, um die Leistung der Werbeträger zu dokumentieren. Es ist wichtig, um Reichweiten festzustellen, Reichweitenveränderungen, die Soziodemografie dahinter, die Psychografie, Einstellungen und all das ist erforscht worden. Auch die Reflexion auf Anzeigen, Copy-Tests, ich denke, das kennen Sie alles hoch und runter. Aber wo wir wirklich, denke ich, insgesamt in der Branche doch ein gewisses Defizit haben, ist im Bereich der Käufermarktforschung. Bei Boda haben wir schon traditionell eigentlich immer sehr, sehr stark in dieses Feld investiert. Deshalb, weil uns das, was am Markt dazu gemacht worden ist, einfach bei weitem nicht ausreicht. Es gibt einige Studien, das sehen Sie hier. Liegt schon viele Jahre zurück vom VDZ, so eine Käuferstudie in 97. Das war allerdings keine Befragung am Point of Sale. Es gab danach, weil uns das Thema Kaufverhalten der Ostdeutschen insbesondere interessiert hat, im VDZ eine Studie in 2002. Das war eine Kaufanschlussbefragung, aber natürlich mit einer geringeren Fallzahl. Dann 2006 die letzte übergreifende Studie, eine MNIT-Studie. Auch das war keine Befragung am Point of Sale. Und Sie sehen es hier, die blauen Balken, das ist unsere BOK, unsere Boda-Offensive Käufermarktforschung. Jetzt zum dritten Mal durchgeführt. Die ersten beiden Mal noch bei mir im Vertrieb unter Flagge von Boda Medienvertrieb und jetzt in 2014 durchgeführt von unserer Marktforschungsabteilung Media Market Insights. 2002 war die erste Studie mit 4.400 Interviews. Wir haben in 14 großen Gebieten sehr viele Einzelhandelsgeschäfte fokussiert, haben sehr viele Käufer befragt, Beobachtungen gemacht. Das Ganze wiederholt in 2007 und jetzt nochmal in 2014 in einem ähnlichen Umfang nochmal wiederholt. Der große Vorteil ist, dass man so natürlich auch Veränderungen im Zeitablauf feststellen kann und wirklich sehr intensive Insights in das Käuferverhalten generieren kann. Ja, was uns so interessiert, ist dieser Moment of Truth. Also was passiert eigentlich am Zeitschriftenregal? Wie verhält sich da eigentlich der Zeitschriftenkäufer? Wer aus dem Vertrieb kommt, der weiß, es gibt natürlich jede Menge Käuferdaten, also Verkaufszahlen nach Grosso-Gebieten, nach Ballungsräumen, man kann das clustern. Wir haben Informationen über die Geschäftsarten, in denen die Verkäufe stattfinden, über den zeitlichen Ablauf, wie die Verkäufe sich aufbauen, die Abverkaufskurven. Wir haben über die Scannerkassentechnologie, wir haben über 20.000 Händler mit Scannerkassen, ich glaube 27.000 ist der aktuelle Stand, haben wir die Möglichkeit, Koppelkaufanalysen zu machen, das heißt die Bons auszuwerten, was wir zusammengekauft. Also da haben wir schon jede Menge an Käuferdaten. Die Branche ist insgesamt sehr, sehr gut dokumentiert. Die Einzelhändler sind in ihrer Struktur genau bei den EDV-Systemen der Grossisten hinterlegt, nach sehr vielen Merkmalen, die man dann auch natürlich matchen kann und analysieren kann. Aber was uns wirklich fehlt, ist das Verhalten des Käufers am Regal. Also wer kauft da eigentlich? Was wird gekauft? Kauft er ein Magazin, kauft er mehrere Magazine? Warum tut er das eigentlich? Ja? Wie ist die Motivation dahinter? Wie wird gekauft? Wie verhält er sich am Regal? Wo natürlich auch und wie oft tut er das? Also all das hat uns intensiv interessiert. Vielleicht ein paar kurze Facts zum Studiendesign. Über 16.000 Fälle, 13.500 Beobachtungen, also eine gewaltige Stichprobe, die wir da als Basis haben, davon 12.500 Käufer. Und diese Käufer haben wir
teilweise dann auch befragt in Interviews und daraus 5.300 Interviews letztlich generiert. Die Stichprobe ist so beschaffen, dass alle wichtigen Geschäftsarten in etwa ihrer Umsatzbedeutung auch repräsentativ abgebildet sind. Wir sehen hier, die Fachgeschäfte machen 32% aus, Supermärkte haben einen sehr großen Anteil mit 30%, die Großformen des EHs, Tankstellen sind vertreten, aber auch Bahnhofsbuchhandelsverkaufsstellen und an Flughäfen. Sie werden vielleicht die Discounter vermissen. Discounter deshalb nicht mit dabei, weil da einfach der Zugang schwierig ist, in diese Geschäftsart reinzukommen. Deswegen fehlen die hier, aber ich denke, sie sind ganz gut abgebildet über die Supermärkte. Genau, wir sind repräsentativ in vielen Gebieten unterwegs gewesen mit unseren Partnern im Grosso. Also wir haben sowohl in Westdeutschland Gebiete, wo wir befragt haben. Wir haben sowohl ländliche Gebiete als auch städtische Gebiete, haben das also sehr, sehr gut austariert. Und Sie sehen es hier, 400 Einzelhändler sind in die Stichprobe mit eingeflossen. Erhebungszeitraum war im Frühjahr. Da haben wir extra einen Zeitraum ausgesucht, der unbeeinflusst war von irgendwelchen Ferien und so weiter. Das waren in beiden Wellen davor ähnlich, ebenfalls im Frühjahr. Beobachtung, Interviews habe ich gesagt, 162 Interviewtitel haben wir erfasst, die wir natürlich dann auch objektspezifisch analysieren können. Und Sie sehen es hier, mit namhaften Instituten ist die Feldarbeit durchgeführt worden. Genau. Also was haben wir gemacht? Wir haben zunächst mal die Händler ausgesucht über die Grossisten. Die sind sehr, sehr gut beschrieben. Die können wir nach allen Regeln der Kunst auch noch später selektieren. Also sowohl was die Regalmeter angeht, die Geschäftsart, was für ein Regal der hat, all das wissen wir, können wir nochmal nachselektieren. Wir haben dann geguckt, wie verhält sich eigentlich der Käufer oder der Interessent am Regal, wie lange verweilt er da, wie ist der Suchprozess, welche Titel nimmt er heraus, blättert er darin, tut er das nicht, all das haben wir beobachtet. Dann haben wir die Anzahl der gekauften Hefte erfasst und am Ende mit ausgesuchten Käufern dann Interviews geführt, um herauszufinden, geht es um einen Spontankauf, geht es um einen Gewohnheitskauf, wie ist der Suchaufwand, was macht er bei Nichterhältlichkeit, die Kaufmotive. All das haben wir dann letzten Endes befragt, um zu Ergebnissen zu kommen. Also Sie können davon ausgehen, die Studie ist absolut hieb- und stichfest, repräsentativ, absolut valide. Und für die Qualität der Studie steht Jörg Thiele, unser Head of Client Research bei Media Market Insights, der dieses Projekt geleitet hat mit viel Kompetenz, mit viel Erfahrung. Er hat auch die beiden Studien davor begleitet. Also insoweit können Sie davon ausgehen, dass die Ergebnisse wirklich sehr aussagekräftig sind. Jetzt zu den Insights. Wir haben geguckt, als allererstes, wie lange sind die Leute eigentlich beim Regal? Wie lange halten sie sich da auf? Und die gute Nachricht ist, das tun sie immer noch sehr, sehr lange. In 2007, das ist der Vergleichswert, lagen wir bei 2 Minuten 36 bei allen Beobachtungen, Käufer etwas weniger und die Nichtkäufer etwas länger. Ja, also ein relativ hoher Wert. Wir hatten ehrlicherweise befürchtet, dass sich dieser Wert doch stark reduziert durch die Marktveränderungen. Das ist aber nicht passiert. Wir haben auch in 2014 fast ähnlich hohe Werte erreichen können. Also die sind fast genauso hoch. Mit 2 Minuten 24, 2,16 und 2,43. Also ein sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, es gibt keine andere Warengattung in den großen Supermärkten, wo die Käufer und Interessenten sich so lange mit den Produkten beschäftigen. Vielfalt bindet, auch das ist ein wichtiges Learning. Wir haben geguckt, wie diese Verweildauer sich strukturiert nach unterschiedlichen Sortimentsbreiten. Wir haben ja Händler mit ganz geringen Sortimenten, wir haben Händler mit sehr großen Sortimenten, bis zu 1000 Titel. Ja. Und Sie sehen es hier eigentlich, das baut sich langsam auf, bis 290 Titel, die geführt werden im Schnitt, 1,47, bis hin zu 2 Minuten 37 am Ende der Skala bei 730 Titeln im Sortiment und mehr. Das heißt also, die Leute sind scheinbar von Presse begeistert. Ja? Die Vielfalt kommt an. Es macht Spaß, sich mit den Produkten zu beschäftigen und das Sortiment auf sich wirken zu lassen. Wir haben ein stabil hohes Involvement. Nämlich 52% der
Käufer, das war in 2007 so, das war jetzt in 2014 so, nehmen eine Zeitschrift aus dem Regal und blättern darin. Also das finde ich ist auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Also die Leute beschäftigen sich mit dem Produkt, nehmen das in die Hand und das ist im Zeitablauf stabil geblieben. Und natürlich, daraus folgen natürlich auch einige Implikationen dann für die Warenpräsentation und die Möglichkeiten auch Zeitschriften aus dem Regal zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Ja, und dieses sehr innovative Chart zeigt eigentlich ganz gut, dass wir bei der Conversion Rate, also bei der Messung der Kaufanteile der Menschen, die sich am Presseregal aufhalten, dass die sehr hoch liegt mit 72%. Das heißt, 72% der Menschen, die am Regal verweilen, sich damit beschäftigen, kaufen letztlich eine oder mehrere Zeitschriften. Das ist ein ganz, ganz toller Wert. Der wird, glaube ich, auch in anderen Warengattungen nicht erreicht. Und im E-Commerce, glaube ich, würden sich nach diesen Werten die Kollegen die Finger danach lecken. Also wirklich ein ganz, ganz toller Wert. Wie setzt sich der zusammen? Ich fange mal an mit den Nichtkäufern. Das sind ja dann klar im Umkehrschluss 28%. Da gibt es also 6%, die am Regal sind, aber auch nichts rausnehmen, sich nichts anschauen und wieder weggehen und nichts kaufen. Dann haben wir einen Teil von 6%, die sich zumindest mal die Titelseite anschauen, dann aber nichts kaufen und nochmal ein Teil, der dazukommt von den Probanden, die das Heft in die Hand nehmen, drin blättern und dann aber trotzdem nichts kaufen. Andererseits, die 72%, wie setzen sich die zusammen? Es sind zum einen mal 18%, die direkt kaufen, die also nichts in die Hand nehmen, die ganz klar schon wissen, welche Zeitschrift sie haben möchten, die direkt damit dann sozusagen zur Kasse gehen. 1% davon nimmt die Zeitschrift in die Hand und blättert und kauft dann danach. Und 75% nehmen die Zeitschrift in die Hand, sehen sich die Titelseite an. Davon wiederum 68% blättern auch darin und davon wiederum 68% kaufen. Also ich denke, eine sehr, sehr gute Situation und auch ein Potenzial, das sich für uns im Zeitschriftenvertrieb an der Stelle bietet. Verweildauer und Warenkorb, auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Man sieht ja ganz klar, je länger sich der Zeitschrifteninteressent am Regal aufhält, umso mehr Zeitschriften werden auch gekauft. Ja? Und der Wert ist am Ende sogar höher bei den Beobachtungen, wo keine Kaufplanung vorlag. Da komme ich nachher noch dazu. Wir haben auch gefragt, wer hatte eine feste Kaufabsicht davor und wer hatte sie nicht. Das heißt also, es gilt das Presseregal und die ganze Atmosphäre am Point of Sale so zu gestalten, dass die Menschen möglichst lange sich am Regal aufhalten, weil am Ende des Tages dann der Anteil der Zeitschriften, die gekauft wird, deutlich höher ist. Kontakthäufigkeit. Wir haben natürlich auch gefragt, wie viele Kontakte gibt es im Durchschnitt? Wie oft, wenn Sie das mal reflektieren, stehen Sie von einem Zeitschriftenregal pro Woche? Und das ist mit 2 ein recht guter Wert. Und Sie sehen auch hier, wenn man das mal runterbricht auf die verschiedenen Alterskategorien, so ist das absolut stabil. Also sowohl bei jungen als auch bei älteren Käufern gilt, es gibt 2 Regalkontakte pro Woche. So, jetzt haben wir mal gefragt, generell, jetzt mal unabhängig von dem Regalkontakt, in welchen Geschäftsarten sind Sie eigentlich wie oft, ja, um einfach herauszufinden, wo die stärkste Frequenz ist und wo das Potenzial eigentlich liegt. Man sieht in der Summe, es sind pro Monat letzten Endes 16 Kontakte mit Geschäftsarten, die Zeitschriften führen. Ja, das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist relativ gering, 16,2 gegenüber 15,7. Es zeigt sich aber in den Geschäftsarten, gibt es natürlich logischerweise Unterschiede. Ja. In den Supermarkt sind die Frauen stärker vertreten, im Discounter, klar, da werden hauptsächlich die täglichen Einkäufe getätigt. Im Tankstellenbereich sind typische Männerdomäne, tanken am Wochenende mit 2,9 gegenüber 1,6. Kiosk auch stärker, eher männerdominiert. Und bei Zeitschriftengeschäften, Kaufhaus, Großmarkt zeigen sich eigentlich relativ wenig Unterschiede.
Also sind sehr hohe Besuchsfrequenzen. Was haben wir uns mal angeguckt? Die Händlerkontakte pro Woche sind 4, davon mit Regalkontakt ungefähr die Hälfte und im Monat sind 16 Kontakte, die pro Händler stattfinden und mit Regalkontakt letzten Endes dann die Hälfte. Das heißt, wir haben im Monat ungefähr 8 Berührungspunkte mit dem Zeitschriftenregal. Und wenn man das mal hochrechnet über die Verweildauer, die wir vorhin gemessen haben, heißt das am Ende des Tages, dass fast 20 Minuten sich Zeitschrifteninteressenten pro Monat am Zeitschriftenregal aufhalten. Und das ist wirklich ein super Wert, ja, und spricht absolut für die Attraktivität des Pressesortimentes. So, dann haben wir euch gefragt, wie sind die Kaufmotive? Was sind die Gründe, weshalb Sie die Zeitschrift gekauft haben? In 2007 waren die Gewohnheitskäufer noch bei 21% und Sie sehen es hier in 2014 nur noch bei 12%. Das heißt, da haben wir eine ganz klare Verschiebung. Wir haben deutlich weniger Gewohnheitskäufer. Wir stellen ja auch fest, dass wir insgesamt auch leider Gottes keine Stabilität im Markt haben, sondern jedes Jahr auch ein Stück weit verlieren. Das ist sicherlich der Grund dafür. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass die Impulskaufraten massiv gestiegen sind. Wir also deutlich stärker investieren müssen zur Realisierung von Impulskäufen. Die nächste Frage war, was sind eigentlich die Gründe dafür, weshalb Sie eine Zeitschrift kaufen? Und Sie sehen hier die Ergebnisse. Empfehlung sagten 8%, durch Werbung nur 7%, Zusatznutzen sagten 5%. Und jetzt kommen die deutlich stärkeren Ausprägungen, was mich optisch angesprochen hat, sagten 33%. Nützliche Tipps und Ideen, ganz wichtiger Faktor, insbesondere bei den Frauen mit 49%, deutlich stärker als bei den Männern. Beim Thema Information, beide etwa gleich auf, mit 57-58%. Die Titelseite spielt eine sehr wichtige Rolle, insbesondere bei den Frauen mit 41%. Und weil mich ein oder mehrere Themen in dem Heft stark interessiert haben, sagen sogar fast 60%. Das heißt also, die Hauptmotive für die Kaufentscheidung sind Themeninteresse und der Wunsch nach Unterhaltung sowie Information und auch die Nutzenerwartung spielen also hier eine ganz, ganz große Rolle. So, dann zur Kaufabsicht. Als Sie die Verkaufsstelle kamen, hatten Sie schon die Absicht, eine Zeitschrift zu kaufen. Ja? Das sagten 77%, also wir haben einen sehr hohen Anteil an fester Kaufabsicht. 77% in 2007 und dieser Wert ist auch in 2014 stabil geblieben. Es sind sicherlich weniger Käufer, aber diejenigen, die wir haben, haben nach wie vor eine sehr, sehr hohe Kaufabsicht. Die ist bei den älteren Käufern natürlich etwas stärker ausgeprägt. Das sind ja insbesondere auch unsere Gewohnheitskäufer, unsere Stammkäufer. Die sind in den älteren Alterskategorien natürlich sehr viel stärker vertreten. Das kann man ja ganz gut ablesen. Ja, dann die Frage, als Sie in die Verkaufsstelle kamen, hatten Sie die Absicht, eine bestimmte Zeitschrift zu kaufen? Das sagten 83%, also hier ein wesentlich höherer Wert, 2007. Und dieser Wert ist sogar noch gestiegen in 2014 auf 87%. Das heißt, wir haben doch eine sehr, sehr starke Markenbindung. Es ist ein geplanter Markenkauf, der hauptsächlich dem Zeitschriftenkauf zugrunde liegt. Das heißt, die Kaufentscheidung fällt eigentlich schon vor dem eigentlichen Betreten der Verkaufsstelle. Dann haben wir das mal nach Gattungen auch runtergebrochen. Der Gattungsmarkenkauf, da sieht man natürlich sehr, sehr große Unterschiede. Man sieht zum einen, klassischerweise im Programmzeitschriftenbereich, da ist ja die Bindung am allergrößten, die Stabilität am allergrößten, sagten 90%, dass der Gattungskauf geplant war. Und sogar 95%, dass auch die Marke schon im Vorfeld festgelegt waren. Freizeittitel ebenfalls sehr, sehr hoch. Kann man auch in sehr, sehr stabilen Auflagen ablesen. Das Ganze auch bei den Yellows mit 83%. Also hier sehr, sehr hohe Werte,
aktuelle Magazine 79%. Und Sie sehen dann, je stärker man dann so in den Special Interest Bereich kommt, umso weniger stark sind dann die Ausprägungen beim Gattungskauf und beim Markenkauf. Das heißt, hier sind die Spontankäufe am allergrößten. Im Bereich Gesundheit, Fitness, junge Frauentitel. Klar, das sind jüngeren Käufer, die sind natürlich sehr viel volatiler, die wechseln. Die nehmen mal das eine Produkt mit, mal das andere Produkt mit. Young People sieht man auch hier. Und dann natürlich Titel, die von der Erscheinungshäufigkeit einen Rhythmus haben, von monatlich, zweimonatlich, wo die Leute auch mehr auf die Themen gehen und nicht unbedingt immer gleich auf die konkrete Marke, Wohnen und Garten, Landsegment. Da sind die Ausprägungen nicht ganz so stark. Aber das heißt, in diesen Gattungen, die ganz rechts stehen, das spielen die Spontankäufe eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es gilt es natürlich dann auch in der Präsentation am Point of Sale entsprechend stärker zu berücksichtigen. Ja, Kaufentscheidung. Da haben wir nach den Motiven gefragt, bevor Sie die Zeitschrift gekauft haben, was haben Sie da eigentlich gemacht? So, das Titelbild besonders beachtet, 56%. Und es ist klar, das ist natürlich bei den Spontankäufern ein wesentliches Merkmal, sehr viel deutlicher mit 78%. Die Schlagzeilen spielen eine ganz große Rolle, 61% gegenüber 84% in 2007. Ich zeige gleich die Werte für 2014. Das Inhaltsverzeichnis angesehen spielt eine ganz große Rolle, gerade bei den Spontankäufern. Wir haben ja gelernt, dass viele das Heft in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was allgemein unterschätzt wird. Dass die Leute ins Inhaltsverzeichnis gucken, schauen, was ist da drin. Ist es interessant für mich? Ist es gut strukturiert? Das spielt eine ganz große Rolle. 34% haben im Heft geblättert und gelesen. Und der Verkaufspreis spielt mit 27% im Schnitt keine ganz so große Rolle, aber natürlich bei den Spontankäufern. Mehrere Titel angeschaut, bevor sie sich entschieden haben, haben 31%. Und dann natürlich auch der Anteil der Spontankäufer wesentlich höher. Ja, und in 2014 sieht man, dass das Titelbild eigentlich nach wie vor eine gleich starke Rolle spielt. Schlagzeilen ebenso. Inhaltsverzeichnis weiterhin stabil auf hohem Niveau. Also ich glaube, da gibt es doch einige Titel, an denen man da, glaube ich, ganz gut arbeiten kann. Ich stelle es immer wieder fest, bei hochpreisigen monatlichen Frauenzeitschriften, da fängt oft das Inhaltsverzeichnis mit einer Seite an. Da gibt es eine Anzeigenstrecke, dann geht es mit der nächsten Seite weiter. Ich weiß, es ist sehr beliebt bei Anzeigenkunden, aber wenn man jetzt immer stärker auch auf die Käufer gucken muss, stellt sich schon die Frage, ob das eigentlich optimal ist und ob es nicht vielleicht besser ist, sage ich mal, den Käufer in den Mittelpunkt zu rücken und hier wirklich eine ganz klare Struktur und ein zusammenliegendes Inhaltsverzeichnis hier zu präsentieren. Im Heft geblättert gelesen, genauso hoch wie in 2007, fast stabile Werte. Und ein großer Unterschied zeigt sich hier beim Thema Preis. Auf den Verkaufspreis geschaut haben, insgesamt weniger, 21 gegenüber 27. Und gerade auch bei den Spontankäufern spielt das offenbar nicht mehr so die ganz herausragende Rolle. In 2007 waren es noch 51%. Auch mehrere Zeitschriften wurden in 2014 tendenziell weniger angeguckt. Also Preis spielt offenbar nicht mehr so die ganz herausragende Rolle wie noch vor 7 Jahren. Ja, dann, das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz spannende Frage. Wie wichtig ist es eigentlich, dass ein Geschäft, das Sie betreten, auch Presse führt? Ja? Und das ist für die Zeitschriftenkäufer schon sehr, sehr wichtig. Nämlich 69% haben gesagt, das ist sehr wichtig oder wichtig. Ja? Bei Männern sehr hoch, bei Frauen ebenfalls. Und wenn man sich mal die Altersstruktur anguckt, da gibt es eigentlich, abgesehen von den unter 19-Jährigen, keine so ganz, ganz gravierenden Unterschiede. Es geht eigentlich durch alle Alterskategorien durch. Also das heißt, die Konsumenten wünschen sich Vielfalt. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Pfund, das wir haben. Die vielen Titel, die vielen Spezialobjekte, die vielen Innovationen im Pressesortiment. Attraktivität des Pressesortiments für den Lebensmitteleinzelhandel. Da haben wir einfach mal gefragt, war der Zeitschriftenkauf der Hauptgrund für den Besuch
des Supermarktes oder des Lebensmitteleinzelhandels. Da haben 15% gesagt in 2007, ja, das ist so. Klar, der Wert ist nicht so wahnsinnig hoch, ist ja logisch, weil im SB-Warenhandel, wenn ich da reingehe und ich kaufe nur eine Zeitschrift, muss ich an der Kasse anstehen. Deswegen ist es eigentlich tendenziell so, wenn man eine Zeitschrift kauft, geht man natürlich dann eher zum klassischen Kiosk. Da geht der Bezahlprozess natürlich wesentlich schneller. Man sieht aber ganz klar, dass eben von diesen 15% 67% gesagt haben, ja, dann habe ich aber auch weitere Einkäufe getätigt. Die Hauptmotivation war, eine Zeitschrift zu kaufen, aber dann, als ich drin war, habe ich andere Einkäufe getätigt. Lebensmittel, Süßwaren, Getränke, Tabakwaren, Sonstiges. Also das heißt, es ist natürlich auch ein wichtiger Frequenzbringer für den Lebensmitteleinzelhandel. Und in 2014 war der Wert etwas geringer mit 12%. Aber auch hier zeigt sich ganz klar, davon 74% haben zusätzliche Einkäufe getätigt. Ja? Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Argument auch für den Handel, für das Grosso in der Zusammenarbeit mit den großen Filialisten, dass wir jetzt sozusagen Traffic schaffen, Verkaufspotenziale sozusagen realisieren für andere Gattungen. Dann die Frage Zeitschriften als Einkaufsimpuls. Da haben wir gefragt, in Zeitschriften finde ich immer wieder Tipps, Anregungen, Ideen für meine Einkäufe. Das sagten jetzt in 2014 43%. Und das auch hier eigentlich über alle Altersranges, wenn man mal von den unter 19-Jährigen absieht, relativ stabil. Ja. Also das heißt, die Zeitschriften sind tatsächlich Treiber für den Kauf anderer Warengattungen. Auch das ist natürlich ein tolles Argument für die Präsenz von Presse beim Lebensmitteleinzelhandel. Und wenn man das mal so nach Zeitschriftengattungen runterbricht, sieht man hier große Unterschiede. Es liegt auf der Hand, das ist natürlich hauptsächlich im Bereich Food ein ganz, ganz großes Thema. Also Tipps, Anregungen zu finden, da geht es um das Thema Rezepte. Ist klar, es passt natürlich sehr, sehr gut zum Lebensmitteleinzelhandel. Wohnen und Garten, serviceorientierte Frauenzeitschriften, jüngere Frauenzeitschriften mit sehr, sehr starken Ausprägungen. Und bei den eher männerorientierten Titeln, bei den Specials, ist natürlich logischerweise dieser Wert deutlich geringer. Also es zeigt ganz deutlich, dass das Zeitschriftensortiment, gerade die Food-Titel natürlich und deren Präsenz für den Lebensmitteleinzelhandel sehr, sehr wichtig sind. Ja, Ausgabebereitschaft bei Produktinteresse. Wenn mich eine Zeitschrift besonders interessiert, bin ich auch mal bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Das sagten in 2007 37%. Und bei Männern etwas stärker ausgeprägt als bei Frauen. Bei den Jüngeren stärker ausgeprägt als bei den Älteren. Dieser Wert ist in 2014 gestiegen. Und zwar sehr signifikant auf 46%. Und das eigentlich auch in allen Alterskategorien. Das heißt, das ist ein ganz klarer Ausdruck von Werthaltigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. In den Augen der Zeitschriftenkäufer wird immer stärker das Produkt, das sie im Auge haben, zum Must-Have. Ja. Preis-Leistungsempfinden, typische Frage Qualitätswahrnehmung über den Preis. In 2007 21% haben gesagt, ja, Zeitschriften mit höherem Verkaufspreis bieten meistens auch eine höhere Qualität. Und es ist sogar bei Jüngeren bis 19, bis 29 stärker ausgeprägt als bei den älteren Zielgruppen. In 2014, auch das ist ein toller Wert, ist diese Zustimmung deutlich angestiegen auf 31%. Bei Männern noch deutlicher als bei den Frauen. Insbesondere in den Alterskategorien zwischen 20 und 40. Also wir haben einen ganz klaren Zusammenhang hier von Preis als Qualitätsindikator. Ja, und das Pricing-Thema hat uns natürlich auch sehr stark interessiert, deswegen sind wir da auch tiefer eingestiegen und haben auch das Preiswissen unter die Lupe gestellt. Also wissen die Leute eigentlich, was ihre Zeitschrift kostet oder was die Zeitschriften kostet? Und da sehen Sie, dass insgesamt zwei Drittel der Käufer
wenn sie danach gefragt werden, sich erinnern und genau uns den Preis auch sagen können. Aber 36% können das nicht. Bei Männern und Frauen etwa gleich ausgeprägt. Bei den älteren Zielgruppen bisschen stärker als bei den jüngeren. Also doch ein sehr hoher Anteil von Menschen, die den Preis der Zeitschrift nicht kennen, wenn sie danach gefragt werden. Da wird genauso überschätzt wie unterschätzt. Und im Mittel, Sie sehen es hier, wobei der Wert ist natürlich als Mittel, da gibt es natürlich sehr große Abweichungen, liegt so bei 4, 5 Cent etwa. Bei den Leuten, bei denen der Zeitschriftenkauf geplant war, klar, bei den Gewohnheitskäufern ist natürlich der Wert etwas höher mit 70%, die den Preis auch korrekt nennen konnten. Die Frage ist natürlich, welcher Einfluss hat der Preis eigentlich auf den Kauf? Ja? Und das sieht man ganz gut, sowohl in 2007 als auch in 2014, dass der Preis nicht so unbedingt entscheidend ist, da die Preisbedeutung abnimmt. Die war bei 2007 als Entscheidungskriterium bei 49% gelegen, jetzt noch bei 41%. Und im Umkehrschluss spielte eine untergeordnete Rolle bei 39% gegenüber 32%. Das heißt, die Bedeutung nimmt ab. Und es ist natürlich, ich denke, auch für die Verlage eine wichtige Erkenntnis, sich dem Thema Pricing einfach stärker zu nähern. Ich habe vorhin beschrieben, die Welt hat sich verändert. Früher waren es hauptsächlich die Anzeigenerlöse, die den Hauptumsatz beim Verlag bestimmt haben. Heute sind sie Vertriebserlöse. Und wenn wir ganz ehrlich sind, früher war es doch schon so, dass Preiserhöhungen einfach nicht gemacht worden sind, weil man geguckt hat auf die IVW-Auflage, um Gottes Willen, da darf die Auflage nicht zurückgehen, gerade jetzt das Planungsquartal. Auch die Chefredakteure waren ganz, ganz schwer davon zu überzeugen. Es war immer schwierig für einen Vertriebsmann, Copypreiserhöhungen vorzuschlagen. Und ich denke, heute hat sich das schon gewandelt. Heute müssen wir stärker auf die Vertriebserlöse gucken und wenn die Preisbereitschaft da ist, denke ich, dann gibt es auch da die Möglichkeit, hier und da auch am Preis etwas zu machen. Das ist bei anderen Produkten ganz, ganz genauso. Warum sollen Zeitschriften sich da zu stark zurückhalten? Also ganz klares Plädoyer, sich mit dem Preis auch näher zu beschäftigen. Wir haben das mal näher angeguckt, auch zum Thema Preissensibilität. Und haben das mal versucht zu kategorisieren, nämlich in diejenigen, die absolut preissensibel sind, die also sowohl den Preis nennen können, die davor auf den Preis geguckt haben und die gesagt haben, der Preis ist beim Kauf allein kaufentscheidend. Das sind nur 9%. Das ist bei den bis 29-Jährigen etwas stärker der Fall als bei den ab 50-Jährigen. Bei Frauen ein bisschen stärker als bei den Männern. Aber das ist nicht so wahnsinnig viel. Treffen nur zwei Bedingungen zu, wenn man das mal so sagen kann, der ist eher preissensibel. Nicht total preissensibel, aber eher preissensibel. So steigt der Wert auf 29%. Bei Frauen auch wieder etwas stärker. Beim Alter eigentlich keine Unterschiede. Aber insgesamt 38%, wo man sagen kann, preissensibel nur. Preisunkritisch sind diejenigen, die entweder ganz rechts außen gesagt haben, also die den Preis nicht wussten, die auch vor dem Kauf nicht auf den Preis geguckt haben und die gesagt haben, der Preis spielt bei mir eigentlich eine untergeordnete Rolle oder gar keine Rolle. Und das sind also 18%, die absolut preisunkritisch sind. Männer etwas stärker als Frauen und über 50-Jährige etwas stärker als die bis 29-Jährigen. Und wenn nur zwei Bedingungen erfüllt sind, kann man davon ausgehen, die sind eher preisunkritisch. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber sie sind eher preisunkritisch. Das sind, machen dann 43% aus der Käufer. Auch bei Männern hier etwas stärker. Bis 29, 36%. Ein bisschen weniger, ab 50, 44%. Also doch ein großes Potenzial an Käufern, die offenbar preisunkritisch sind. Das bestärkt eigentlich auch die Erkenntnisse von einem sehr namhaften Preisforschungsinstitut hier in Gröbenzell, das kennen Sie wahrscheinlich, Vocatus,
die ja mit vielen Verlagen zusammengearbeitet haben, die auch so Preismodelle entwickelt haben, wo es um Thema Preiswissen geht, Preisbereitschaft, Preissensibilität. Da haben wir eigentlich genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Wir haben da auch einige Titel bei uns getestet und daraufhin auch an der Copypreispolitik gearbeitet. Die BOK hat genau diese Erkenntnisse nochmal bestätigt. Also es ist wirklich Plädoyer dafür, sich die Copypreise näher anzuschauen und da auch seine Hausaufgaben zu machen. Digitale Medien, ja klar, da haben wir ganz logischerweise eine Aufgabenstellung, überhaupt keine Frage. Wir haben gefragt, wie ist es eigentlich, heute erfahre ich vieles aus dem Internet, da kann ich auf manche Zeitschrift verzichten, sicherlich auch mit ein Grund, warum wir auch ehrlicherweise rückläufige Verkaufszahlen haben insgesamt. Das sagten 32%. Männer etwas mehr als Frauen. Und gerade bei den Jüngeren ist es natürlich sehr intensiv der Fall. Ne? Bis 29, 52%, bei den Älteren natürlich weniger. Also das ist ganz klar eine Aufgabenstellung, überhaupt keine Frage. Das ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss, das man aber nicht, auch nicht komplett umdrehen kann. Ja? So klar, wir haben geändertes Mediennutzungsverhalten, das Zeitbudget ist irgendwo begrenzt. Insoweit sind wir natürlich da sehr starken Konkurrenz mit elektronischen Medien. Klar, zum Thema Zeit, logischerweise, das Medienangebot ist so groß, dass also immer weniger Zeit für Zeitschriftenlesen bleibt. Das war die nächste Frage dann. Dem haben im 2007 20% zugestimmt, jetzt waren es schon 26%. Und gerade bei den Jüngeren war das natürlich sehr viel stärker ausgeprägt. Und Smartphone, Tablet gab es in der Form noch nicht in 2007. Da sieht man auch mal, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. Und heute macht es schon beim Smartphone 33%, also beim Tablet 35%. Also ist ganz klar, da sind wir natürlich in Konkurrenz mit den ganz neuen Medien. Ich habe gestern von Frau Seitern einen schönen Vergleich gehört. Jedes Jahr werden mehr iPhones und iPads verkauft als Babys geboren. Ja? Und daran sieht man natürlich schon, wie sich das Mediennutzungsverhalten geändert hat. Und natürlich auch sieht man an der Aussage, dass sich die Demografie stark geändert hat. Ja? Also wir haben heute nur noch die Hälfte der Geburten wie vor 50 Jahren. Heute sind es 600.000, damals 1,2 Millionen. Also wir haben natürlich auch weniger nachwachsende Leserschaften. Ja? Kann man hier, glaube ich, denke ich, ganz gut ablesen. Neuanführungen spielen eine ganz große Rolle. In 2007 haben 12% gesagt, würde ich sofort kaufen, wenn neue Titel auf den Markt kommen. In 2014 ist der Wert sogar noch gestiegen. Bei den Jüngeren zurückgegangen, aber bei älteren Zielgruppen ist er angestiegen, der Wert. Also es sind 14%, die sofort zustimmen und sagen, Innovationen sind toll, sind wichtig. Wenn es da neue Zeitschriften gibt, die würde ich sofort kaufen. Also auch hier absolutes Plädoyer, hier am Markt innovativ zu bleiben, neue Zeitschriften auch zu entwickeln. Ja, jetzt habe ich einiges vorgestellt. Die Frage stellt sich natürlich immer, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ja? Was sind so die Learnings? Was sollte man daraus ziehen? Woran sollte man arbeiten? Und ich habe einfach mal so ein paar allgemeingültige Punkte da mal rausgegriffen. Natürlich gilt es eben in der Produktpolitik zu arbeiten, sich dazu hinterfragen. Klar, neue Produkte sind wichtig, logischerweise. Die Interessen ändern sich, die Themenstellungen ändern sich. Zeitschriften, das ist auch kein Gattungsschicksal, sondern man sieht ja auch ganz, ganz gut, wenn man sich mal die einzelnen Segmente anguckt. Da ist bei den Landtiteln eine ganz neue Zeitschriftensparte entstanden, mit vielen, vielen neuen Titeln, mit hohen Copypreisen, mit sehr, sehr guten Verkäufen. Also da bewegt sich was. Auch im Bereich Food, ja, sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Haus und Garten, das sind viele, viele Titel und Bereiche und Objektgruppen, die ganz gut funktionieren. Und ich denke, es ist allemal gut, wenn die Verlage da weiterhin innovativ bleiben. Add-ons spielen eine Rolle, ganz klar, um auch Zeitschriftenkäufer mit dem Produkt in Berührung zu bringen, um dafür zu interessieren. Das Inhaltsverzeichnis sollte man sich wirklich ganz, ganz genau angucken. Das sollte strukturiert sein, sollte eine Heftnavigation auch liefern, weil sehr viele Leute, Sie haben es vorhin gesehen, sich intensiv damit beschäftigen. Das Titelbild ist ganz wichtig.
Auch da gilt es vielleicht stärker auch marktforscherisch aktiv zu werden, sich vorher Titel mal anzuschauen, die mal zu testen, bevor sie gedruckt werden, bevor sie an den Markt gehen. Wir sind gerade bald auch so ein Tool zu entwickeln, um einfach mehr sozusagen data-driven die Titelbildgestaltung auch anzugehen. Wiedererkennung ist auch wichtig, klar, dass sofort immer wieder erkannt wird, Logo steht gleich und Aufmachung ist gleich, dass einfach die Käufer sich sofort orientieren können. Preis habe ich gesagt, klar, natürlich darf man das Rad nicht überdrehen bei Copypreisanhebungen. Das wäre sicherlich der falsche Weg. Aber es wäre fatal, dieses Feld einfach brach liegen zu lassen. Es gibt immer die Aussage, eigentlich muss man jetzt trainieren wie so ein Muskel, muss also ständig dran arbeiten, immer wieder mal 10 Cent drauflegen, wie bei anderen Warengattungen auch, um da wirklich auch die Umsätze zu optimieren. Überhaupt keine Frage. Preismengenoptimierung, klar, auch Aktionspreise sind opportun, wenn man Relaunches angeht, wenn neue Produkte gebracht werden, um einfach möglichst viele Leute in das Heft reinzuziehen und damit in Berührung zu bringen. Promotion ist wichtig, die Kundenbindung zu forcieren, weil nichts Besseres als stabile Käufer, ja, die uns stabile Auflagen sichern und auch die Steuerung im Vertrieb natürlich einfacher machen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Kaufimpulse setzen. Das ist ganz wichtig. Ja. Also die Leute sind nicht mehr so festgelegt wie früher. Kaufimpulse spielen da ganz wichtige Rolle. Und das bedeutet natürlich auch einiges an To-Dos für den Vertrieb. An der Platzierung muss gearbeitet werden. Wenn man sich die Regale anschaut, sieht man ehrlicherweise, dass die doch vielfach auch überfrachtet sind und gar nicht auch die Möglichkeit da ist, ein Heft rauszunehmen und wieder reinzustellen. Ich denke, daran muss das Grosso arbeiten, damit es einfach besser möglich ist. Genau, die Sichtbarkeit ist ganz wichtig. Es ist so, dass wir sehr, sehr viele Titel im Markt haben und die Regale natürlich teilweise auch überlastet sind. Daran muss gearbeitet werden. Die Objekte, gerade die großen Umsatzträger, die müssen besser sichtbar werden. Und ich denke, die Vertriebsleute hier im Raum, die wissen das. Es gibt ja eine Initiative beim Grosso, Sortimentsmanagement, um da einfach mit intelligenten Tools stärker dahin zu kommen, das Regal etwas zu entlüften und den kaufstarken Titeln hier auch mehr Platz zu bieten. Genau, das sind so jetzt mal so ein paar übergreifende allgemeine Learnings. Das ist natürlich objektspezifisch sehr unterschiedlich, da muss man nicht genau reingucken. Das tun wir jetzt für unsere Objekte. Aber das ist so, was ich jedes Mal kurz und knapp so als erste Learnings und Empfehlungen einfach mal versucht habe rüberzubringen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr May. Ich würde auch gerne Ihre Fragen gerne wissen, aber eine brennende Frage habe ich sofort, weil es ist natürlich jetzt eine Burda-Studie. Und ich wette, dass Sie diese Auswertung natürlich fahren für Bunte, für Fokus und dass Sie natürlich ganz genau wissen wollen, wer hat den Preis ganz genau gewusst für Bunte, wie viele Prozent waren das, wurde der Preis überschätzt, standen die Leute zum Beispiel vor der Bunten länger oder kürzer, haben die länger geblättert als vor der Gala? Keine Ahnung, standen die länger am Inhaltsverzeichnis oder kürzer? Was für Implikationen hat das für den Titel? Das sind natürlich wahnsinnig spannende Fragestellungen für den Titel selber. Wenn ich jetzt von einem anderen Haus wäre, wenn ich vom Stern wäre oder vom Spiegel oder von wem auch immer, würde ich natürlich diese Daten auch haben wollen. Ist es denn möglich, an solche Daten heranzukommen? Jetzt müssen wir uns doch gut überlegen, wie man damit umgehen. Nein, eins ist klar, die Studie war natürlich sehr, sehr teuer. Das können Sie sich vorstellen, 14.000 Beobachtungen, über 5.000 Interviews, jetzt auch zum dritten Mal. Wir haben das gemacht, weil wir natürlich bei uns im Haus intensiv an all diesen Themen arbeiten und da mehr Insights brauchen. Und die Durchschnittswerte helfen vielfach nicht. Da muss man wirklich dann genau in die Objektgruppen reingehen, man muss in die Titel reingehen. Diese Arbeit wird jetzt bei uns erfolgen. Wir werden jetzt durch die Verlage gehen und diese Erkenntnisse mit den Kollegen durchsprechen und dann auf der Basis Dinge optimieren. Es wird sicherlich einen allgemeinen Part geben, der ganz wichtig ist, auch für die Arbeit im Grosso draußen.
Den nehme ich mit in die VDZ-Arbeit mit den entsprechenden Arbeitsgruppen, um Themenstellungen am Regal einfach auf der Basis mitzunehmen, daran zu arbeiten. Da wird schon sehr, sehr viel gemacht, aber natürlich sind solche Erkenntnisse nochmal zusätzlich sehr, sehr hilfreich. Also soweit werden wir sicherlich auch am Markt mit diesen Dingen arbeiten. Ob wir das anderen Verlagen jetzt objektspezifisch zur Verfügung stellen, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Also die Media Market Insights hat diese Studie gestaltet, inwieweit wir das dann vermarkten auch und anderen möglicherweise zur Verfügung stellen, das müssen wir noch intern überlegen. Also kann man dann auf die Marktforschungsabteilung mal einfach freundlich zugehen? Frau Scheel ist hier im Lead sozusagen. Mal anfragen, ja. Wenn man das gerne wissen möchte. Okay. Haben Sie denn Fragen an Herrn May zu dieser Studie? Noch nicht? Ich habe noch eine Frage, und zwar ich hatte vorher gesehen, dass die Nichtkäufer, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, dass die Nichtkäufer länger am Regal stehen als die Käufer. Habe ich das richtig vernommen? Sie auch nicken. Was für Implikationen hat das? Kann das sein, dass Sie dann Ihren Titel nicht richtig gefunden haben, oder müssen wir vielleicht an der Gestaltung nochmal stärker arbeiten? Ich fand das jetzt nochmal ganz spannend, ob wir vielleicht nochmal am Sortiment arbeiten müssen. Wobei, das tun wir ja gerade aktuell am Sortiment. Tatsächlich. Ja, da war noch eine Frage. Da würde ich mich auch gerne einhaken. Wurden die Nichtkäufer auch befragt? Nein. Weil tatsächlich gibt es ja Menschen und nicht wenige, denen die Zeitschriften zu teuer sind oder die sich nicht entscheiden können und die tatsächlich nur in den meistens Bahnhofskiosk oder so hingehen und die Zeitschriften durchblättern und wieder gehen. Also es sind ja nicht so wenig Personen. Die treiben natürlich auch die Verweildauer für die Nichtkäufer hoch. Also wir haben Nichtkäufer nicht befragt, ganz einfach deshalb, weil es den Rahmen gesprengt hätte. Ja, das ist sehr klar. Also wir haben uns auf die Käufer konzentriert, weil da wollte man natürlich wissen, wie deren Motivation ist dahinter. Das haben wir also da nicht getan. Insoweit kann ich da auch nur mutmaßen, warum die da nichts gekauft haben. Also eins muss man ja sagen, 72%, die dann letzten Endes was kaufen, ist eine ganz tolle Conversion Rate. Das muss man ja mal festhalten. Das ist schon mal ganz wichtig. So, warum die 28% nichts gekauft haben, I don't know, ja. Also kann man mal untersuchen, aber ich denke, das wäre jetzt einfach zu viel gewesen für die Studie. Die haben sich einfach mal informiert, geguckt, was gibt es eigentlich, und haben dann doch nichts gekauft. Die Frage war eigentlich nicht, warum sie nichts gekauft haben, oder, ja. Sondern eher, ob das eventuell daran liegt, dass es Leute geben, die gar kein Kaufinteresse haben, sondern tatsächlich nur blättern wollen und die dann auch lange da stehen und dadurch eventuell auch die ganze Zeit der Nichtkäufer vor dem Regal hochschreiben. Das war einfach eine Frage. Sicherlich auch denkbar. Aber das ist alles Mutmaßung, das müssen wir wirklich mal speziell nochmal untersuchen. Nee, was wir gemacht haben vor 7 Jahren, war on top noch eine Blickaufzeichnungsstudie dazu bei ein paar ausgewählten Outlets. Das war hochspannend, also mit so einem Helm und dann mit der Messung der Fixation und der Sakkaden, dieser Blicksprünge. Und das war so hochspannend, weil man da ganz klar gesehen hat, dass gut strukturierte Regale sehr wichtig sind, dass sich der Käufer zurechtfindet, dass er einfach sieht, da geht es um die Gattung, da finde ich auch sofort den Titel wieder, das ist Logo erkennbar, da ist genügend Platz, das ist auch beleuchtet, ja, das ist auch wichtig, dass es nicht irgendwie so schummriges Licht ist, sondern dass es hochmodern ist. Da gab es sehr viele Learnings, und je besser das Regal strukturiert ist und beleuchtet ist und je moderner das ist, umso eher wird auch gekauft. Das zahlen auch ganz klar, das zeigen die Zahlen aus der Astra, die Grosso-Zahlen, und daran arbeiten wir schon seit vielen Jahren. Also es gibt eine Initiative, eine Qualitätsoffensive des Grossos, um diese Regale ständig zu verbessern, weil es uns ganz klar da Hinweise gegeben hat. Welche Implikationen haben Sie denn jetzt aus dieser Studie gewonnen für die Zusammenarbeit jetzt mit dem Einzelhandel und mit dem Grosso? Ja, ich denke, ich habe schon einiges angesprochen. Also wie gesagt, wichtig ist das Regal, das muss attraktiv sein, der ganze Verkaufsraum muss irgendwie attraktiv sein, das muss zum Verweilen einladen. Ich glaube, da ist schon viel gemacht worden, aber da haben wir sicherlich noch sehr großes Potenzial. Dann geht es halt darum, den filialisierten Lebensmitteleinzelhandel davon zu überzeugen, dass Presse wirklich wichtig ist.
weil die schauen natürlich stärker drauf und gucken, muss ich Presse noch anbieten in der Form, muss ich noch so viel Fläche bereitstellen. Ich glaube, da sind sehr viele Erkenntnisse drin, die ganz klar dafür sprechen, dass weiterhin Presse in einem großen Sortiment angeboten wird. Und das gilt es in die Arbeit mit dem Einzelhandel einzubringen und auch entsprechend umzusetzen. Und jetzt nochmal so eine allgemeine Empfehlung für die Verlage, außer dass wir mit den Preisen alle hochgehen sollen. Nein, ich sag mal so, ich meine, wir wissen ja, dass die Verkäufe in den letzten Jahren auch sich reduziert haben, das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss immer noch sehen, ich weiß nicht, wer die Zahlen kennt, wir haben im Grosso einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden Euro. Ja? Davon sind 70% Publikumszeitschriften. Wenn man jetzt noch die anderen Sparten dazu zählt, Bahnhofsbuchhandel, Ausland, Abonnement, schätze ich mal den Markt auf 4,5 Milliarden Euro stark. Ja? Das ist schon mal ein Wort zum Sonntag. Also das ist eine gewaltige Zahl und da haben viele Spaß dran. Überhaupt keine Frage, ist immer noch für die Verlage rentabel, der Handel verdient ganz gut damit. Es ist so, dass im Lebensmitteleinzelhandel das Pressesortiment nach Kaffee die zweit renditeträchtigste Sparte ist im Verkauf, nach wie vor. Ja. Also es macht auch dem Lebensmitteleinzelhandel großen Spaß, weiterhin Presse anzubieten. Und insoweit bin ich davon überzeugt, dass der Vertriebsmarkt uns insgesamt noch sehr viel Freude bereiten wird, die nächsten Jahre. Wichtig ist halt, dass man seine Hausaufgaben macht und dass man stärker auf den Käufer guckt. Ehrlicherweise haben wir halt sehr, sehr lange auf den Anzeigenkunden geguckt, hauptsächlich. Ich glaube, da muss man sich stärker damit beschäftigen. Und ich denke, wenn man das tut, sind wir da ganz gut unterwegs. Haben Sie noch, ja, ist doch noch eine Frage zum Preis. Mhm. Wahrscheinlich haben Sie es ja in der Studie jetzt nicht gemacht, aber vielleicht in einer anderen. Gibt es trotzdem so eine Schmerzobergrenze, also auch wenn der Preis nicht so relevant ist, eine Grenze, wo der Leser dann doch sagt, das ist mir dann jetzt doch zu viel? Ja, man kann es so pauschal nicht ganz beantworten. Also was sich zeigt, klar, es gibt ja diese Preisschwellen, ja, also immer volle Euro-Beträge oder volle 50-Cent-Beträge. Das ist immer so ein bisschen eine Hürde, überhaupt keine Frage. Jetzt muss man immer die 9 haben, die 49 Cent und die 9,90. Nein, das ist, wenn man dann irgendwie, jetzt, was weiß ich, immer bei 1,80, 1,90 lag und geht auf einmal dann auf über 2 Euro. Dann ist es natürlich so rein psychologisch schon mal irgendwo etwas schwierig. Ja. Aber man kann es wirklich nicht pauschal beantworten. Das hängt von Objekt zu Objekt, hängt das ab, ja, was man da eigentlich noch an Potenzial hat. Und unsere Erfahrung hat gezeigt, klar, je höher die Markenbindung ist, also je mehr Fans ich sozusagen habe, die sagen, mein Titel ist ein Must-Have, umso mehr Spielraum habe ich. Und je stärker ich im Wettbewerb bin, auch im Preiswettbewerb mit anderen und vielleicht keine so starke Markenbindung dahinter, umso schwieriger wird es. Das muss man sich wirklich Titel für Titel genau anschauen. Okay. Noch Fragen? Okay. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören.